Also ich habe letztens echt mit einem Gedanken gespielt, ob ich mir einen Neuwagen lease. Ohne Scheiß jetzt, habe ich echt mit einem Gedanken gespielt. Will ich jetzt. Und dann habe ich mir dieses Scheißhaus gekauft hier. Scheiße. Das ist mein Lifestyle. Das heißt Neuwagen, so ein Jahreswagen. Ja, so hier, ich habe schon mal, echt eine Zeit lang war ich so deprimiert. Und so mit dem Trailer und so, wie es jetzt ein Arsch ist und so. Das hat mich so belastet. Weißt du, da hatte ich mir gedacht, gehe ich einfach jetzt irgendwo dahin und lies mal einfach in Jahren 1100. So wie Michi hat oder so, weißt du? Oder leih mir einfach für Michi den Wagen aus und dann zahle ich die Raten dafür oder so. Aber irgendwie habe ich mich dann entschieden, so. Wisst ihr noch, wo ich mich erst mal hier hatte? Der stand hier wie lange rum? Der stand hier, glaube ich, auch schon. Der stand hier ja auch, glaub, 2 Wochen oder so. Weißt du, 2 Wochen hier rum und ich bin den Wagen nie gefahren. Also, Quatsch. Also, totaler Quatsch. Wird Zeit für einen Chevy werden mit Anhängerkupplung. Echt jetzt? Ja, hör mal einen guten Tesla. Da sehe ich mich so. Das ist keine Schaft, Alter. Akku ist jetzt safe. Also, wir haben kein Problem mehr. Der Stream konnte jetzt noch locker weitergehen bis 4 Uhr oder so. Wir haben mehr als genug Strom hier. Ja, den Gurkentrecker werden die Nachbarn auf jeden Fall ein bisschen darüber freuen. Die lieben das Ding. Alter, schießt nach Benzin, der Olle hier, der Plymouth, Alter, der stinkt nach Benzin für 3, Alter. Da kannst du 3 Autos rausbauen aus dem Benzingestank von der Karre. So, ich muss mal eben meinen Laptop holen. Ich will mal eben einen Keilriemen bestellen für den Skoda. Für meine Maßnahme. Und ich muss mein iPhone ausmachen, mein anderes hier, weil ich brauche das nämlich gar nicht. Das muss nämlich aus sein, das wird nämlich jetzt eingetüdelt. Okay? Warte. Ich muss aber eben warten. Komm mal gleich wieder. Wollte mir keine Gedanken machen. Okay? Das Problem ist nämlich, ich habe was Wichtiges vor. Ich hole jetzt meinen Laptop und muss Pipi machen. Da seht ihr mich gleich wieder. 2 Minuten oder so bin ich wieder am Start. Pipi! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe hier einen Laptop. Und auf diesem Laptop müsste ich eigentlich irgendwo noch meine Software drauf haben, dass ich morgen Mittag einen Keilriemen kriege für den ollen Laguna. Ein Laguna hier für den ollen Dings, weißt du? Ich will die 40 zum Trinken, aber nicht übertreiben hier. Meine Maus da. Da dran. So. Zack. Komm mal eben. Hier die Gaming-Maus von Action. Man kennt sie. Weil der Skoda braucht morgen auf jeden Fall einen neuen Keilriemen. Also mindestens einen neuen Keilriemen. Es kann natürlich sein, dass sich da morgen noch ein bisschen mehr rausentwickelt. Interessanterweise habe ich ihn noch gespeichert in dem Programm. Der Kühlschrank hier ist immer sehr laut, ja? Getränkekühler am Laufen. Sag mal, hat schon mal einer von euch einen Getränkeautomaten beladen? Also so einen richtigen Verkaufsautomaten? Da hat man so einer Firma gearbeitet. Da ist gerade echt ein Problem, was uns gerade ein bisschen betüdelt. Riemen und Steuerkette da. Riemen. Keilriemen mit Klimaanlage. Das ist er, Alter. Sieht genauso aus.
Oh, ist der teuer, 11 Euro. Wieso kostet der ohne Klimaanlage 6 Euro mit 11? Das sehe ich nicht ein. Ab 99, oh, der ist besser. Mit Klimaanlage, der kostet von Bosch kostet der mit Klimaanlage 7,78 Euro. Das ist doch ein Schnappi, der wird sich unsere Kunden richtig freuen, dass sie so einen geilen, billigen Keilring gekriegt hat. Und original Bosch-Ware. Wahrscheinlich Polen-Bosch, wo wir wetten, aber Bosch. Ausgewählten Artikel, was kommt der überhaupt an? Ich hab noch gar nicht geguckt. Der müsste morgen eigentlich kommen, oder? Gucken wir. Zack, Lieferung. Wandert. Gordon hat letztens gesehen, wie das geht. Externlager, Ankunftszeit 21.02. 7.03 Uhr. Das ist scheiße. Krieg ich einen schneller? Nicht verfügbar im Wilhelmshaven. Nicht verfügbar. Ich hätte gerne morgen einen. Hast du nicht irgendwo einen? Oh! Den haben sie. Der kostet 15,11 Euro aber. Ah, die haben sie morgen da. Angetrieben als Klimakompressor, Generator, Wasserpumpe. Hahaha! Wasserpumpe! Ha! Da ist unser Fehler! Seht ihr mal! Perfekto! Wir bestellen den guten von Daiko. Daiko ist unser neuer Freund. Zack! Und den haben wir morgen. Wann kriegen wir den? Warte mal, gucken wir mal. Der für morgen ist da. Hä? Der ist das, warte. Morgen ist er da. Am 19.02. um 23.45 Uhr. Wenn es darum gehen würde, wäre er in 10 Minuten da. Das glaube ich aber nicht so ganz. Aber wir bestellen den guten Daiko nehmen wir mit. Scheiß auf die 4 Euro, Hauptsache der ist morgen da. Und meine Kundin kann schnell ihre Gurke wieder reiten. So, zack. Zack, ausgewählte Artikel bestellen. Komm, gib Kette da. Das Ding will ich morgen früh da haben. Schwein gehabt. Ist geil, so ein Teillieferant, ne? Um die Ecke. Haben die lagermäßig. Schicken die morgen früh mit raus. Und dann ist das Ding morgen früh da. Wenn es jetzt funktioniert, weil es immer noch ausgewählte Artikel bestellen. Und so ein wunderbarer Adelkreis. Jo, Bestellung wurde aufgenommen. Perfekt. Jetzt gucken wir mal mein E-Mail-Konto, sicherheitshalber, ob die Scheiße auch wirklich angenommen wurde. Gucken wir mal. Mail, war der da? Na, kommt schon. Ja, Mann! Ja! Es kam. Es ist perfekt. So, erledigt. Ich fahre den mal kurz runter, den Bock. Das ist besser, wenn ich runterfahre. Dann zieht er den Akku nämlich nicht runter, weil er safe liegt. So. Erledigt. Schwein gehabt. Das ist doch schön, oder? Da kann die Frau sich ja freuen, dann kann die morgen ihre Bucke wieder haben. Kauft ihr denn? Die ist nicht tot. Glaube ich nicht, Sebastian. Können wir nur testen, wenn wir da Wasser raufkippen und die Kiste wieder läuft. Wie wollen wir es denn sonst testen? Es gibt doch keine Möglichkeit, das uns zu testen. Kann anbleiben da erstmal. Was für ein Auto? Skoda Fabia. 1,4er, 8V. Die gab es ja als 16V und 8V. Die früheren waren meistens 8V. Und das ist einer von denen hier. Optimist, ja? Ja, aber ich kann es ja nicht testen ohne. Die kommt dem Wind nicht durch sein, glaube ich nicht. Die hat den Wagen dann nicht lange, also die hat den Wagen direkt ausgemacht da, hat ihn dann abkühlen lassen und ist auf meinen Auftrag dahin gefahren, wo ich den Wagen getüdelt hat. Ne? Gibt einen CO-Test? Ja, brauche ich nicht, habe ich sogar liegen hier. Ich brauche keinen CO-Test machen. Wenn das Ding jetzt nachher seine Temperatur hält und der bei einer Probefahrt von 20 Kilometern nicht in den Arsch geht, dann läuft er wieder. Habe ich lagermäßig, Tobi. Habe ich lagermäßig. Ha, ist das nicht eine Schönheit hier? Er hier? Junge, was eine Karre, ne? Da fängst du fast an zu sabbern. Ah. Der muss genauso ranzig und staubig bleiben eigentlich. Dann wäre er viel lustiger. Wenn ich den wasche, dann zerstöre ich die ganze Patina doch. Scheiße, nicht läuft. Die Reifen hinten sind zum Glück noch kein Schrott. Ne? Genau wie ein Sack voller Riemen. Ja, Mann. 1973er Plymouth Satellite. Yeah. Der hat sogar Fensterkurbeln für vorne und hinten. Können wir mal probieren. Ich glaube, 20 Liter kommst du nicht hin mit der Karre. Ich glaube, der braucht mehr als 20 Liter. Also ich würde sagen, der braucht 30. Locker.
Können wir ein Experiment machen? Warte mal, der hat einen sehr rostigen Zaun, weil der hat nämlich eine Nocke drin. Warte, ich muss mal kurz gucken. Hol mal kurz einen Hammer. Jetzt kommt der Trabi-Fahrer in mir. Weg in den Trabi-Fahrer in dir. Warte mal. Wissen will ich es ja schon, ne? Hört ihr das? Heiß Kompressor läuft wieder. Er hat nicht so ganz gescheckt mit dem Kompressor und der Feuergefahr und Scheißding und so. So. Alter, Two-Barrel! Nee, Four-Barrel! Alter, der hat einen Vierfach-Vergaser! Einen Vierfach-Edelschrott-Vergaser! Wisst ihr eigentlich, was die Karre säuft? Mindestens 30. Alter, der hat auch zwei Eingänge für Sprit. Also kennt ihr das? Mit dem Wissen wollen und so? Ja, der K-Lag auf jeden Fall, Alter, können wir vorstellen. Verbraucht nur 3 Liter auf 2 Kilometer, glaube ich auch. Aber mindestens. Ich glaube, wenn der wirklich laufen soll, da, Alter, dann kann ich bald Insolvenz anmelden. Was meint ihr? Schmeißt das lang? Junge, der Bock! Der Anlasser war nicht so. Schau mal die Benzinpumpe an. Also ich würde mal sagen, der hat noch nicht mal einen Vierteltank. Weißt du, nicht mal einen Vierteltank. Das heißt so viel wie 3 Zentimeter kommt er weit. Wir können mal ein bisschen. Er meint, der Vergaser läuft über, deswegen klopfe ich da mal ein bisschen drauf rum. Dass die Schwimmer ein bisschen hüpfen. Damit das wieder dicht werden. Der hat auch keine richtigen Sprit, der hat Gurken als Sprit. Mit der Batterie kommen wir nicht weiter. Das ist zu wenig Saft. Das ist übrigens eine exklusive Vorpremiere, wie das Ding bei D-Max. Ich habe auch keine Ahnung, ob der läuft. Mir haben sie nur mal erzählt, der hat mal gelaufen. Aber ich weiß, dass sie heute schon herumgeorgelt haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie ihn heute schon am Laufen hatten. Deswegen denke ich auch mal, der hat Öldruck. Ein bisschen mehr Drehzahl, mal gucken, was dann passiert. Frühzündung.
Alter, hat der ist. Merkt ihr, wie brutal der eingestellt ist, der Motor? Also von der Zündung her, die ist richtig früh. Alter Schwede. Und die Powerbank hat hier keinen Bock drauf. Junge, Alter, aber das klingt ja brutal, wa? Alter, das klingt ja echt brutal. Junge, hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben irgendwie keinen Kontakt mehr auf der Batterie. Ja, er ist das hier, mir denken können. Die Powerbank ist richtig dran. Da löschen müssen, wenn er brennt. Scheiße! Beschissene Batterie-Connection! Der hat noch einen schlimmeren Gurkenschalter als mein Manta. Für die Batterie. Der ist brennend heiß hier, der Pol. Brennend heiß! Das ist richtig für den Arsch. Ich weiß nicht, wohin mit seinem Plus, der Kollege. Mal gucken, ob das ein bisschen mehr bringt jetzt. Die ganze Karre, an jeder Ecke ist die mit Bundeswehr-Panzertape gepflegt. Also egal, was ist in dem Auto. Egal, was kaputt ist, ist überall Bundeswehr-Panzertape drin. Ja, ich hab mir den Tanker auch mal hochgezogen, das stimmt wirklich. Der geht sogar, ich weiß noch nicht, wenn man den bedient. Das ist das, was ich gerade eben gefragt habe. Ob einer weiß, wie man so ein Ding einrichtet. Mit so einem Computer drin, zum Eintippen und so. Bin zu ahnungslos dafür. Ob der jetzt Bock hat? Ja, so ist aber auch ab, glaube ich, oder? Wo ist denn undicht? Habt ihr gesehen, wo der Benzin leckt? Ich glaube, da lief gerade Benzin raus aus der Kiste. Ist mich alles abgesoffen und nass. Der kann aber auch alt sein, von vorher. Habt ihr was gesehen? Oh. Schwimmerfest, ja, das haben wir ja gerade schon länger geklopft. Da müsste eigentlich gehen, aber bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Wir können ja mal den Spieß umdrehen. Nee, das ist Corsa-Sprit, den können wir nicht nehmen, Alter. Corsa-Sprit geht nicht. Ah, der riecht frischer, dieser hier. Bestes E10.
Alle vier Kammern brauchen ein bisschen Sprit. Ups, Entschuldigung. Ob der nicht abfackelt, Alter? Junge. Junge, Alter. Kann ich das schon mal wegstellen von der Gurke? Kann er nach hinten losgehen? Scheiße, Alter. Jetzt wird's brandheiß, ja? Oh, das sind doch alle Kennzeichen, Alter, Alter. Kennt ihr mal ein Camaro gegen? Alter, der läuft! Ja, das ist aber. Das Qualm ist der Krümmer, der heiß wird. Seht ihr das? Das ist nicht schlimm. Alter Bruder! Alter Schwede! Junge, ey! Das ist lieber auch in Ordnung, guck, wenn man im Gang reingeht. Scheiße! Aber es fehlt auf jeden Fall nicht, wenn ich den Gang reinmache. Wahrscheinlich ist das Öl leer. Das schon mal gehabt, dass er das tiefe Öl gepisst hat. Und er hat ja kein Öl mehr, dann läuft die Gurke nicht mehr. So, komm mal, das ist Mopa, die laufen noch. Mopa, Opa. Er fehlt Dingsen hier. Wer ist das Zeug nochmal hier? Getriebeöl fehlt drauf. Beim Vorwärtsfahren will er ganz, ganz bisschen vorfahren, aber hat keinen Bock. Und beim Rückwärtsfahren schon nicht. Aber auf jeden Fall läuft das Ding. Und er meint, er will Vergaser überholen. Dafür gibt es einen Hammer. Oh, Licht geht auch. Geil. Feier ich. Ich kann mit euch wetten, jede Minute 1 Euro Sprit.
Junge, ey. Brutal. Der Hammer liegt im Frontblech. Oh, ist er reingefallen? Gut zu wissen. Stimmt, da unten. Danke dir. Oh, wieder weggefallen. Ist ja egal, da ist genug Platz drin. Warte, ich kann aber kurz gucken, ob ich einen Soundcheck vor euch hinkriege. Warte. Der Sprint ist ja auch voller Müll hier drauf. Aber ich habe eine Undichtigkeit gehört. Gesehen. Beschleuniger Punkt gepisst ein bisschen. Alter, hier, das stinkt ja nach Abgasen drin. Oh! Junge, Alter. Ich mach den mal aus. Oh! Junge, ey! Oh! Ah, merkt, dass das Spritzschwein alt ist, ne? Also, der Sprit ist total alt. Da ist Wasser drauf, Wasser ist voll, habe ich schon geguckt. Reicht ja erstmal jetzt. Zum Experimentieren und Spielen und Testen hat es gereicht. Weil jetzt natürlich, weil das Ding ist halt so, wenn ich jetzt offline gegangen wäre hier im Stream, wäre es das Erste, was ich getestet hätte, ob die Karre läuft. Weil hier steht immer noch 5.000 Euro, die ich gestern heute ausgegeben habe oder gestern. Und naja, ne? Hat die Beschleunigerpumpe. Wenn du drauf drückst, dann pisst da so einen kleinen Pipi-Strahl Vergaser raus. Oh, meine Augen, Alter. Junge. Der wäre echt mal ein Kandidat für einen Prüfstand bei Marco. Das stimmt, wenn er läuft. Das Geilste ist immer noch, ich habe da so eine Mängelliste beigekriegt vom TÜV für eine Vollabnahme. Die hat fast 2 Seiten. Junge. Solche lustigen Mängel wie Scheibenwischer fehlen. Weißt du, so richtig banale Gurkendinger. Na, kann er nicht. Nein, braucht er nicht. Müsste ein 6-6er sein, Sebastian. 6,6 Liter, bin mir nicht ganz sicher. Meine Tobi wenigstens. Oh. Wenn der Motor jetzt läuft, habe ich schon mal in dem Auto so 4.000 Euro gewonnen. Weil die Dinger sind relativ teuer, diese Motoren. Müsste 6,6 sein. Oh. Oh, meine Augen. Ja, ich mache mal eben schnell das Ding aufmachen. Das Schlimme ist, hier riecht es einfach mal mega alten Sprit. Kennt ihr diesen Geruch? So richtig ekelhaft. Das ist ein Auto, wo richtig Geld reingeht. Oh, meine Augen, Alter. Also, er geht richtig Geld rein. Also, so ein Auto kostet richtig Kohle. Das Problem bei diesen Mopar-Kisten ist ja immer, bei diesem Mopar ist ja V8-Tuning, Scheiße, alles, was geht von Chrysler, dass die Teile so schwer zu kriegen sind. Und das ist schon in den Staaten schwer zu kriegen. Das Problem bei den, müssen 400er sein, ja. 400er muss das sein, da denke ich auch. Aber ich kann das aus dem Kopf auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich nichts mehr sehen kann. Junge, Alter. Oh. Also das ist schon krass, das Teil. Also das kannst du echt schwer fahren, ne? Das macht dich echt arm, das Ding. Allein der Kaufpreis, wie gesagt, wenn ich so ein Ding mit TÜV haben soll, kosten die über 30.000. Leben nicht, Alter. Ich will niemals ein Leben kaufen für so viel Geld. Dafür, dass du so viel Benzin wegballerst, weißt du? Alter Schwede. Aber der Sprit auf jeden Fall, der riecht nach Oma. Der riecht uralt. Also es muss noch ein neuer Sprit drauf. Alter, wenn du Vollgas fährst, das ist so. Also ich glaube, mit der Kiste wir machen. Ja, hast du gesehen, scharfe Nocke hat er ja auch drin, bis zum geht nicht mehr. Das Ding ist ja richtig brutal. Bin auch gespannt, ob der Motor mal TÜV kriegt. Also das TÜV ist ein Thema, das ist noch nicht so richtig weit. Ach so, ihr habt hier, das wollt zu gucken, ne? Golf 2, den wollt ihr angucken. Hier, da, guck. Hier, hast du noch drin. Da ist er nochmal. Also 100 Kilometer, ich glaube auch, ja. Aber das sind ziemlich geile 100 Kilometer. Da will ich mal auf jeden Fall mal antun demnächst mit roten Kennzeichen, wenn ich ihn ans Fahren, Bremsen und so gekriegt habe. Hier, da ist er wieder, der Zweier. Ah. Bei der Score lachen die mich aus. Ich glaube auch, die freuen sich, weil die den schön hören. Weißt du so?
Von hier bis zur Tankstelle ist doch schon eine Tankfüllung weg. Oh, ich muss wieder her. Ich muss überall in diese Abgase von der Gurke drin, Alter. Oh, Junge. Ich finde das so wild, Alter. Jetzt haben wir das Ding. Dann haben wir ja noch hier den nächsten, den hier Chevy G20. Die Gurken werden immer wilder jetzt. Also ohne Scheiß jetzt. Total geil. Ich muss dringend den Laden hier umräumen, damit ich mehr Platz finde. Ah, nee, ich will mal keine Business-Tankkarte. Ich will meine holen bei der Raiffeisen vielleicht. Raiffeisen-Tankstelle. Die ist ein bisschen billiger meistens. Aber anderweitig gebe ich auch gerne den Jan von der Score rüber. Also ein bisschen Kohle rüber. Den kenne ich ganz gut. Der hat ja auch für mich gespendet bei der Bühne zum Beispiel. Ich brauche mal den Luftfilter wieder drauf. Ne? Den müssen wir am nächsten Morgen im Video zum ersten Mal starten. Wie ist denn fürs Thumbnail? Was für Scheiße. Junge, Alter Schwede, ey. Kipp um. Läuft das Ding sogar noch? Und das pisst nicht so viel Sprit, wie ich gedacht habe. Das ist auch schon mal ganz cool. Ihr seht aber, wo er leckt, der Vergaser. Der leckt hier irgendwo unten aus der Dichtung raus. Das ist eine Beschleunigerpumpe. Ganz dicht ist der Vergaser nicht. Aber man kann ihn trotzdem fahren. Man muss nur gucken, wo die Zündfunken hinfliegen. Bei der Vergaser brauche ich hier eine Überholung von der Karre. Jetzt sehe ich ein bisschen Tropfen. Ah, Junge, das ist nicht Dings, das ist hier. Das ist Abgase. Ja, scheiß auf den SS-Lasenkopf, ich brauche keine Sau. Das ist ein Auto, Alter. Aber der läuft. Wie? Gran Canaria, Jens, läuft bei dir. Kommst wieder oder bist du noch da? Ich will mal hoffen, du bist noch da. Wäre schön für dich, ist schon warm da. Er riecht demnächst. Ja, ich glaube auch. Das Coole an denen ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein Auto, wo halt ich auch so ein bisschen Richtung Wettanlage richte. Ne? Die besten Wettanlagen sind Autos, die sich keine Sau leisten kann vom Verbrauch hier. Und die fährt sowieso keiner. Weißt du, so eine Karre kannst du auch Astrein verkaufen, weil da wird es keine Gewährleistungsfälle mit geben, bei dem fährt nämlich keiner. Junge, was eine Maschine. Der ist geil. Aber meine Mutter klingt besser, als ich dachte tatsächlich. Wenn du mit dem Ding irgendwo hinfährst, dann kriegen sie alle Angst. Gorm wird morgen früh ziemlich doof gucken. Und ich werde es morgen früh auch filmen. Bin morgen früh vor Gordon da. Junge, Alter, was für eine Karre. Es ist ein Fiete ansaugt, ja, Mann. Den kannst du auch nicht vermieten, den Wagen. Keine Chance, wenn du den Wagen vermietest, wegen Fiete und so, ne? Den kannst du nicht vermieten. Damit bringt sich einer um, Alter. Dass das Ding wirklich so viel Dampf hat, wie nach dem, was das klingt, ne? Dann hier mit 4 Trommelbremsen. Weißt du? Mein Friseur, der hat nur Scheiße gelernt. Aber der Friseur, der ist hier der teuerste in der Waterfront gewesen. Ich muss man den dafür bestrafen. Aber liegt immer daran, weil ich nicht vor bin, um die Haare zu gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Der fährt wie ein Schwamm, ja. Das ist total. Das ist, sportlich ist das nicht. Auch wenn es sportlich aussieht. Da ist ein Kompressor, reicht ja nicht. Gordon wird den erstmal kapern und fahren wollen. Oh ja, ich glaube, wenn man den fährt, dann fliegt er in der Luft. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall jetzt kein technisch solides Fahrzeug. Wisst ihr, woran er damals gestorben ist? An der Anschaffung der 5-Tages-Kennzeichen ohne TÜV. Daran ist die Karre gestorben, tatsächlich. Deswegen ist der Wagen am Ende dieser Halle gelandet, nicht mehr benutzt worden. Schickt mir Benzin. Ja, das könnt ihr mir auf jeden Fall als Fanpaket Benzinkanister schicken. Die brauche ich jetzt. Junge, Alter. Warte, ich muss auch kurz meine Handyhülle wieder tauschen. Aber da war ein wilder Stream, wa? Autobergung spezial. Dann noch dieses Getüdel da. Läuft bei uns, würde ich mal sagen. Warte, erstmal meine geile Handyhülle wieder rummachen, weil die Handyhülle geht nämlich nicht. Das qualmt so wegen der Abgase, ja. Ja, echt jetzt. Ich glaube schon. Hier, meine Handyhülle. Geil, ne? Sehr männlich. Hab meine Frau noch gehabt für iPhone 14. Das habe ich jetzt in der Handyhülle gekauft für die Kiste. Beim nächsten Mal, wenn ich bei Action bin, gucke ich mal, ob ich eine bessere Handyhülle finde. So. So, warte.
So. Hä? Jetzt geht's wieder. Sonst kann er wieder an sein Stativ rein, der Kollege hier. Kann weiterladen. Hast du Mäuse in der Halle? Ich glaube, jetzt nicht mehr. Alter, hier lebt alles. In dieser Halle lebt einfach alles. Wir haben Marder hier, wir haben alles. Mit der Behörde bist du der Boss in der Harley-Kneipe. Ja, Mann. Jetzt soll nicht mal das Ladegerät hängen. Nee, das hab ich auch wieder zugemacht. Ich hänge gerade das Ladegerät. Wenn der Gurke läuft, na klar, was ja. Wenn ein Auto läuft, ist die Gurke. Läuft nämlich immer. Wir können noch ein bisschen Strom verbrauchen, weil die Batterie vertragen, weil die Batterie vorne ist jetzt nämlich leer. Die Batterie hinten nicht. Könnte ja eng werden, wenn ich jetzt hier ein bisschen Gas gebe mit dem Auto, dann könnte auch so ein Trabi eingesaugt werden. Das stimmt, das ist ziemlich gefährlich, da sollten wir aufpassen. Junge, Alter, ich dachte, ich sehe nicht richtig gerade. Aber ja, das ist ja echt noch angesprungen. Ne? Ich dachte gerade eben so, krieg keinen Sprit, Thema erledigt, aber doch. Benzinkunde von der Community aufgeladen wird, das wäre der Hammer, Alter. Das wäre echt gut. Dann bin ich jeden Tag immer da und tank meine V8-Buden voll. Nicht mal da konnte ich das, glaube ich, Autos voll tanken. Autos voll tanken ist ekelhaft. Einzige Wagen, den ich voll tanke, ist ab und an der Abschleppwagen, wenn ich auf Langstrecke fahre. Oh, Junge. Oh, endlich mal wieder sitzen. Oh, das ist gut für den Arsch. Oh, das gefällt mir. Der Audi, ja, das ist da, Patrick. Oh, geht mir nicht auf den Keks mit Auto starten, ey. Habt ihr nicht gerade gesehen, wie viel Rauch wir jetzt schon in der Halle haben? Das verfolgt mich hier schon. Guck mal, jetzt weg. Hier habe ich keine Atem mehr, guck mal. Original wäre es die Karre. Ich glaube, der Plymouth, der also 35 Liter macht er wohl brauchen, schätze ich. Sebastian, die macht Tanken mit LPG Spaß für 1,09 Euro. Alter, da müssen wir die goldenen Zeiten. Ich bin für LPG gefahren für 49 Cent im Firebird. Das war eine geile Zeit. Übrigens, wir kriegen jetzt tatsächlich noch einen Firebird demnächst. Ne? Der blaue Camaro geht weg und er wird zum Firebird. Ich bin schon wieder mit Julian am Tüdeln. Dann habe ich mir einen Camaro und einen Firebird. Perfekt für meine Sammlung. Dann soll noch ein Chevy-Van kommen. Dann habe ich einen Plymouth jetzt noch da. Hab den Quonweg. Ich habe den Caprice. Also, Ami-Sammlung läuft momentan. Jetzt brauchen wir noch einen Robo, haben wir auch schon für die DDR-Ausstellung. Also, ich würde sagen, die neue Museumsgeschichte jetzt dieses Jahr läuft. Die Autos sind immer wilder. Kann man mal so sagen, ne? Ja, wieder ein Firebird. Vielleicht ist das sogar besser. Ja, den würde ich so behalten. Habe ich mir letztens auch gesagt. Ich weiß aber. Jetzt machen die Dinger, glaube ich, Sinn. Oh, Entschuldigung. Eine kriegt ihr das nicht. Kenne ich, ja, nur für 20 Euro. Ja, also die Saufkühe tatsächlich, die geben keine Milch ab. Die machen dich höchstens arm. Letztendlich habe ich dann ganz viele tolle Autos stehen und dann fahre ich dann mal nur mit einem Trabi nach Hause. Oder mit einem Spar-Robo. Robo ist erstaunlich sparsam, habe ich schon erwähnt. Der läuft als Daily. Ja, das sind alles V8er tatsächlich, ne? Außer der Firebird, der ist ein V6. Ich wollte immer so viele V8er haben. Das ist so meine Traumerfüllung, so als Kind. Also das läuft. Früher hatte ich immer nur einen V6 gehabt, der in der Hand alle einen V8. Das ist aber gemein. Der Robo hat kein deutsches Diesel, ein Original-Diesel drin. Diesen komischen. Ich muss auf eigener Achse nach Marco fahren. Warum das denn? Der Plymouth muss auf eigener Achse gefahren werden. Natürlich müssen wir vorher ein Spendenkonto aufmachen. Eine Tour nach Dortmund und zurück, locker 500 Euro mit der Karre. Wette ich mit euch. Ja, Frau Ochlin, den Robo war eine Idee. Geht ja auf den Plymouth. Der Plymouth da ein bisschen rum. Er braucht ein bisschen Getriebeöl, das ist Fakt. Also ein Robo, der nicht fährt, ist sein Geld nicht wert. Nee, hier ein Plymouth, der nicht fährt. Ne? Ash, Alter, ich danke dir für 11x98, für 2 Kilometer Probefahrt. Ja, Mann. Ja, mit dem Pontiac, das ist aber kein Vergleich zu dem Plymouth. Und tatsächlich, letzte Tour nach Dortmund war letzte Fahrt mit dem Pontiac. Das ist ein Arsch. Müssen das Getriebe drin wieder festschrauben. Da ist irgendwie die Wandlerschrauben haben sich gelöst. Außerdem fahre ich den Pontiac nicht mehr. Er steht am Außenlager. Dann sollten wir diesen Sommer mal rüberholen und mal das Getriebe ausbauen, die Scheiße wieder festziehen und wieder einbauen. Damit der Pontiac wieder läuft. Ist schade, dass er jetzt rumsteht und nichts macht, finde ich.
Und ich meine, ist noch ein V8er mehr für die Gurkensammlung. In den Plymouth für den Robodiesel. Ja, Mann. Endlich mal ein ordentlicher Plymouth, der nicht so viel säuft, Alter. Dann braucht er nur 8 Liter oder so. Und fährt 60. Feier ich. Wäre genau meine Karre. Der liegt weiter, ich schwöre euch das. Mit dem Schaltknüppel so. Geil, Mann. Ich habe Getriebe irgendwo rumfliegen, ja, aber da muss ja irgendwie so ein ATF-Scheißzeug drauf. Muss mal gucken, welches das ist. Wahrscheinlich muss ich das kaufen. Fliegt wahrscheinlich wieder irgendwelches drauf. Der K30 fährt auch mit so einem Mischöl aus allen möglichen ATF-Ölen, die ich so gefunden habe. Plymouth, das ist echt geil, ja. Alter, erstmal so ein 30.000 Euro Plymouth verstehen, wenn er gut wäre, ne? Und dann erstmal den Motor rauspflücken und unten hier einen Robo-Motor rein, Alter. Das wäre das Projekt. Das ultimative Projekt. Das würde ich feiern. Der Plymouth bleibt so tatsächlich. Ich finde die Farbe eigentlich ganz geil von dem Ding. Der muss nur sauber und das Dach so ein bisschen mit Overtrol versiegelt sein. Aber wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal schwarz lackieren, weil er dann ein H-Kennzeichen kriegen muss. Aber bis dahin kann er so bleiben. Erstmal nur die Vorflügen, passt zum Flex. Ich sag ja, Sebastian, die Dinger saufen wie ein Loch. Und der ist noch größer. Ja, der Heckklappenrost kann auch bleiben, ist doch nicht schlimm. Das ist Patina. Das muss so. Da kommt so ein bisschen Scheiße drauf und gut ist das. Alter, ich habe mir noch gar keine Gedanken drum. Ich wasche den jetzt einmal. Ich lasse ihn einfach so, wie er ist. Er muss der Plymouth fahren. Oh, der hat 2 Rostlöcher, der Plymouth. Oh, 3 Rostlöcher sogar. Das Problem ist, er geht nicht ins Gordons Werkstatt. Der ist zu breit. Heißt, draußen stehen lassen. Kannst nicht machen, Alter. Das ist, glaube ich, jetzt mein vom Wert her teuerstes Auto. Der Plymouth, mit dem Manta zusammen, dem blauen. Der Golf 2 geht für 2,2 auf den Markt. Patrick, was Bescheid? Original Dachparty, ne? Kalifornien. Ne, das war eine Dachparty von der Halle mit einem undichten Dach, wo er drin gestanden hat, 7 Jahre. Aber passt schon, können wir auch aus Kalifornien verpacken. Doktor, Alter, ich danke dir für 4 Mark, Mann. Weil Montag ist, läuft. Edelrostablagerungen. Das sind's. Definitiv. Edler geht's gar nicht. Oh, heute lang durchgehalten mit dem Stream, ne? Finde ich jetzt so. Komm, wir haben schon wieder 239 Minuten. Ich glaube, TÜV ist gar nicht mal so einfach mit der Karre. Ich glaube, der ist viel zu laut für TÜV. Viel zu laut, viel zu wild und viel zu ausgeschlagen und viel zu gurkig.